Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei den Budokai Tenkaichi 3 Mods. Wow. Oh mein Gott. Dragon Ball AF. Dragon Ball as fuck, sozusagen. Und wir kennen hier niemanden. Oder die wenigsten. Und deswegen ist es, glaube ich, auch relativ egal, mit wem wir starten. Und deswegen kommen. Sorgen wir für einen epischen Einstand, weil ich ihn unbedingt testen möchte, weil das die bekloppteste Super Saiyajin-Form aller Zeiten ist. Aber wirklich, Super Saiyajin 10 Son Goku. Auch der einzige Super Saiyajin 10, den es hier gibt. Gibt auch noch, irgendwie habe ich auch schon Bilder von Super Saiyajin 10 Psycho und Super Saiyajin 10 Broly und was weiß ich, wem allem gesehen und Vegetto. Aber wichtig ist, Super Saiyajin 10 Son Goku, den probieren wir einfach mal aus und ich bin gespannt darauf. Wer wäre denn ein formidabler Gegner? Ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Ahnung. Guardian Gohan. Oder sollen wir ihn dagegen Super Saiyajin Infinity? Wisst ihr was? Wir machen es auch hier wie beim letzten Mal und überlassen das einfach mal den Zufall. Ist eh egal. Wer sollte eine Chance gegen einen Super Saiyajin 10 haben? Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob Super Saiyajin Infinity nicht viel mächtiger ist. Das kann natürlich auch sein. Gehen wir mal in die Dark World, oder? Nom, 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 nom. Fries, Son Goku, fries, fries. Sieht doch ganz nett aus. Aber wer ist unser Gegner? Es ist... Ach du Heilig. Okay, es ist Psycho absorbierter Buu. Und er... Was war das für ein Kamehameha? Das hat mich ja geblendet. Nimm dies. Was? 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 Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Was zur Hölle? Darf ich nochmal? Das wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht. 8. Ach du Scheiße. Okay, der ist so mächtig. Der ist so mächtig, wir geben ihm jetzt die ultimative Herausforderung, oder? Komm. Ja, halt, halt, dafür müssen wir ins andere Batalla rein. Batalla PD. So. Finito. So, dann lassen wir ihn mal gegen eine Reihe Super Saiyajin 6 antreten, oder? Dass wir die auch mal gesehen haben. Nehmen wir mal Son Goku. Vegeta. Die sehen sehr interessant aus. Aber das sind halt alles Fanarts, ne? Deswegen, ja. Son Gohan. Vielleicht bereue ich es gegen so mächtige Gegner. Am Ende doch. Aber wenn es knapp wird, setze ich einfach die Attacke von eben ein. Trunks. Und jetzt darf ich leider nur noch einen. Wen haben wir denn? Goten, Vegetto, Gogeta. Nee, komm, dann lassen wir die Fusionen mal weg und nehmen Goten. Der gehört verboten. Und dann hauen wir mal rein. Central City. Mal legen wir die Stadt in Schutt und Asche. Komm. Wow, das ist kein schöner Schauplatz eigentlich, aber egal. Vielleicht machen wir daraus einen schönen Schauplatz. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da sieht der schon cooler aus. Warum sieht der eigentlich so abgefuckt aus? Und warum... Oi, und warum hat er auch noch so abgefuckte Fähigkeiten? Hui. Okay. Wieso haust du ab? Mal gucken, wie viel Schaden das macht.
Macht das noch mehr Schaden? Ach du liebe Zeit. Oh, oh. Nein, nein, das darf ich eigentlich gar nicht machen. Sonst ist der Kampf ja direkt vorbei. 99.999. Das war sogar noch mächtiger. Was soll dann erst der Finisher machen? Der Finisher tötet wahrscheinlich den kompletten Bildschirm, oder? Was zur Hölle? Ich bin aber jetzt auf der anderen Seite. Oh Gott, lädt der sich schnell auf. Jetzt bin ich gespannt. Dark Kamehameha. Das ist wundervoll. Das ist wundervoll. Ist das nicht wunderbar? Und er prallt ab, weil klar, ist er ein Riese. Guckt mal, so Goku war noch nie so groß. Boah, ist das großartig. Aber er ist träge und sowas mag ich eigentlich gar nicht. Aber alter Schwede, was für ein Powerhouse. Unfassbar. Aber der Wurf ging daneben. Jetzt mag ich dich nicht mehr. Teleportation. Das war keine Teleportation. Mystic Fury. Darf ich nicht machen. Scheiße. Ich muss damit aufhören. Tut mir leid. Okay, Trunks. Gegen dich mache ich nichts. Außer das. Okay, das macht gar nicht mal so viel Schaden. Das sind normalen Schläge. Alter. Seine normalen Schläge sind zumindest nicht so overpowered. Seine Schreie dafür umso mehr. Spanisch klingt ja schon sehr interessant bei Dragon Ball, weil man das so nicht kennt. Aber ein dämonisches Spanisch hat natürlich echt was. Schön, komm. Hop. Ha! Gehen wir mal in den Maximum Power Modus. Poder Maximo! Hops. Und hops. Und hops. Und hops. Und nochmal sind 7000 weg. Und hops, und hops, und hops, und hops. Und das. Also kann man mal ein bisschen variieren. Es kann uns ja eigentlich nichts mehr passieren. Hey, was hat er mal gekontert? Pass mal auf, Susa, setz dich gleich eine Energieattacke ein, wenn du so weitermachst. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass wir hier mal einen haben, mit dem es schnell geht. Weil ihr seht, die Kämpfe, sie werden alle sehr, sehr lange dauern. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir viele Teamkämpfe überhaupt machen können. Weil die werden irgendwie mehrere Parts in Anspruch nehmen, fürchte ich. Mal gucken. Es ist halt wirklich Dragon Ball AF. Es ist alles total abgefuckt. Aber das dürfen Fanfictions auch sein. Es wäre schlimm, wenn nicht. Wollte ich das nicht eigentlich lassen? Auf der anderen Seite. Power of Evil Darkness! Das macht so einen Spaß. War eh klar, dass wir das gewinnen werden. Insofern, komm. Heieieiei, okay. Das war eine Machtdemonstration. Eine leichte. Was kann dann erst Super Saiyajin Infinity? Das ist doch bestimmt stärker nochmal, oder? Nehmen wir mal einen formidablen Gegner. Hier, Demented. Also seine
Existenz haben wir zwar dementiert, aber ich will wissen, was dahinter sich versteckt, weil das sieht so gruselig aus. Hier, das ist doch der perfekte Gegner für einen Super Saiyan Infinity, oder? Apocalyptic City ist der perfekte Schauplatz dafür. Alter Schwede. Jetzt bin ich gespannt, ob das... Vor allem bin ich gespannt, wie seine Haare aussehen. Oh, was? Der Namekiana? Ach, du liebe Zeit. Diese Haarpracht. Vergesst, was ich über Trunks gesagt habe. Das hier ist Zapdos. Der Super Saiyajin 3 Zapdos. Oh, das macht bestimmt auch wahnsinnig viel Schaden, oder? Brust. Ja, warum nicht? Oh Gott. Oh Gott. Shit, das hätte ich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir das noch aufgespart. So haben wir das jetzt schon im zweiten Part von dieser ISO weg. Mann. Okay, das ultimative Battle, oder? Super Saiyajin Infinity gegen Super Saiyajin 10. Und danach probieren wir noch dieses Omega Super Saiyajin aus. Oh, das wird großartig. Das hätten sie mit One Punch Man machen müssen. So komplett overpowerte Attacken. Genau, du hast ja völlig recht. So, wer gewinnt? Kann ich gegen einen Super Saiyajin 10 Son Goku gewinnen? Ich sehe nichts aufgrund der Haarpracht. Aber er trifft mich auch nicht unbedingt besser. Und ich habe irgendwie ein Gefühl, das kann lange dauern. Oh! Wie viel Schaden macht es? Nicht so viel Schaden wie bei anderen Gegnern. Also sie sind tatsächlich eine Klasse für sich, die beiden. Das heißt, ich traue mich, meinen Finisher einzusetzen. Ja, das ist nicht so overpowered. Wundervoll. Das noch hinterher. Ja, wunderbar. Ein ausgeglichener Kampf. Sehr schön. Oh Gott. Oh, doch nicht. 71.000. Okay, point blank war das sozusagen. So wie aus nächster Nähe. Vielleicht hat das auch was zu sagen. Hei. Aber immerhin, lange durchgehalten. Okay, testen wir diese Super Saiyajin-Form noch, oder? Super Saiyajin Omega gegen Super... Ach halt, genau, das ist... Das ist nicht Son Goku, das ist Broly. Ultra Legendary. Okay, probieren wir es aus. Bin gespannt, ob ich gewinnen kann. Hier werden wir eh noch viele, viele Kämpfe verlieren, fürchte ich. Das wird nicht so laufen wie beim letzten Mod, wo wir wenigstens einen Großteil unserer Kämpfe gerade so gewinnen konnten. Alter. Oh, der sieht cool aus. Das sieht so ganz anders aus, irgendwie. Das ist irgendwie ein komplett anderer Grafikstil. Das ist interessant. Der interessanteste Broly, den ich je sah. Hey, links Blechle! Ich war schneller. Aber hab nur 2000 Schaden gemacht. Ich hab ein bisschen Angst. Na, mal gucken. Ja, sogar der hat nur den Standardwurf. Enttäuschend. So eine Delta-Kombination wäre jetzt schön gewesen. Als Wurf. Super Genki Dama. Das ist dein echtes Drama. Alter. Das hat zwar nicht viel Schaden gemacht, aber habt ihr gesehen, wie der Hintergrund explodiert ist?
Das reiste Flammenmeer gerade ganz kurz im Hintergrund. Ah, da mache ich mit normalen Attacken, so in Kombination, mache ich fast mehr Schaden, oder? Aber der macht schon. Was her, der Typ? Das ist kein leichter Gegner. Das kann lange dauern. Oh ja, guck mal, ich mache kaum Schaden. Und kablüm. 2000. Puh. Bisher hatte ich Glück, glaube ich, dass er sich relativ schwach nur gewehrt hat. Aber damit mache ich tatsächlich mehr Schaden als mit den Energieattacken. Es ist nur die Frage, wie viel Energiebalken hat der? Wie oft müssen wir auf ihn einprügeln? Er wird schon grün. Okay, es ist nicht Tenshin Han. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh, 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 oh. Aber ich habe, glaube ich, ein Riesenproblem. Sobald er Energieattacken einsetzt, werde ich das hier wohl nicht mehr schaffen können. Ich verprügel ihn hier regelrecht und bin im Hintertreffen wegen dieser einen Attacke. Mann! So. Ich mache aber auch echt kaum Schaden, ey. Oh. Voll reingerauscht. Und nochmal. Oh, na. Ja, die Attacke ist blöd. Die macht kaum Schaden und sie dauert ewig. Das liegt natürlich alles am Broly. Der muss wahnsinnige Verteidigungswerte haben. Oh. Oh, gut. Ich konnte es verhindern. Egal, wir wehren uns so gut, wie wir können. Oder? Ja. Schön. Ah, nicht so schön. Jetzt bin ich sauer! Poda ist Maximo! Und du hast keine Chance! Na, immerhin mal 4000. Alter! Dieses Geschrei! Das macht mich wahnsinnig! Oh oh! Ja. Jetzt habe ich ein Problem! Aber das lag nicht an meinem Kampfstil. Der ist einfach zu overpowered gewesen. Oh je. Also man kann festhalten, gut gebalanced ist das Spiel dementsprechend nicht. Aber es ist, wie gesagt, es ist Dragon Ball F. Es ist komplett over the top, wie die Fanfiction auch. Und von daher passt das irgendwie auch, muss ich sagen. Rein spielerisch gesehen ist das natürlich ziemlicher Bullshit. Aber es ist schön, es irgendwie mal so kennenzulernen. Ja, und es gibt ja noch viel mehr Super Saiyan. Mecha Goku. Es gibt die ganzen Evil Saiyajin hier noch, die wir noch ausprobieren werden. Die ganzen Super Saiyajin 4, die neuen, werden wir außer Chaos Saiyajin, wie auch immer. Da gibt's also einiges noch. Und natürlich noch die ganzen Villains hier. Die ganzen Buu-Absorptionen und so. Also da haben wir noch einiges zu testen. Und ich kann nur sagen, wie gesagt, ich freue mich drauf, weil das, boah, das wird schön. Da kann man sich richtig austoben. Also bis dahin, euer Weehawk.